Eine Frau geht lebenslang ins Gefängnis für einen Mord, bei dem sie nicht anwesend war. Wie kann das sein? Wir hatten Briefkontakt zu Stefanie P. und konnten ihr einige Fragen stellen. Dezember 2017. Schneitach, ein kleiner Ort in Mittelfranken. Das Rentner-Ehepaar P. verschwindet spurlos. Ihr Sohn Ingo und seine Partnerin Stefanie melden sie als vermisst und wenden sich an die Öffentlichkeit. Hoffentlich werden sie bald gefunden. Also die hängen auch sehr an dem Ort, auch an der Umgebung und halt auch an ihrem Sohn vor allem. Also das sieht auch denen überhaupt nicht ähnlich, ich kann es immer wieder betonen. Nach der Vermisstenanzeige verhalten sich Ingo und Stefanie P. seltsam. Kurze Zeit später finden die ErmittlerInnen die Leichen der Eltern, eingemauert in der eigenen Garage. Es kommt zu einem Indizienprozess. Welche Rolle spielt Stefanie P. bei diesem grausamen Doppelmord? Im Dezember 2016 lernen sich der 25-jährige Ingo P. und die 22-jährige Stefanie P. über eine Dating-Plattform kennen. Die beiden werden ein Paar. Es dauert nicht lange, da kommt es zur Verlobung. Doch eine Beziehungskrise bringt das junge Glück ins Wanken. Ingo P. lebt im Haus mit seinen Eltern und seine Bedingung für die Hochzeit ist, dass Stefanie P. dort einzieht. Sie lehnt diese Bedingung ab, solange Ingo P.s Eltern auch noch dort leben. Das Verhältnis zwischen Stefanie P. und den zukünftigen Schwiegereltern ist nicht besonders gut. Immer wieder streitet sich das Paar deswegen. Wie groß ist der Druck in der Beziehung? In der Nacht vom 13. auf den 14.12.2017 kommt es im Heim der Familie P. zu einem brutalen Mord. Ingo P. erschlägt seine Eltern mit einem Zimmermannshammer. Zuerst die schlafende Mutter, dann den Vater, der noch versucht zu entkommen. Stefanie P. ist zu diesem Zeitpunkt nicht im Haus in Schneitach. Wusste sie von seinem Plan? Und gab es überhaupt einen Plan? Wir haben den Kontakt zu Stefanie P. gesucht. In einem Brief schreibt sie uns: Ich war in der Tatnacht in meiner Wohnung im Haus meiner Eltern. An diesem Abend habe ich, so wie die anderen Abende, nichts Spektakuläres gemacht. Ich habe meine Sendung angesehen und in der Nacht geschlafen. Stefanies Heimatort ist ca. 35 Kilometer von Schneitach entfernt. Am 28.12., also zwei Wochen nach der Tat, meldet Ingo P. seine Eltern als vermisst. Einen Tag später heiraten Ingo und Stefanie P. ohne Begleitung im Rathaus. Und jetzt zieht Stefanie bei Ingo ein. Und sie laden das Lokalfernsehen zu sich ein. In dem Interview zeigen sie sich bestürzt und tun so, als ob sie nicht wüssten, was den Eltern zugestoßen ist. Auch Stefanie zeigt sich besorgt. Ich habe die Hoffnung auch, dass die irgendwo verreist sind, dass sie irgendwo gut angekommen sind und auch munter noch sind. Aber ich habe innerlich schon die Bedenken oder auch die Angst, dass halt irgendwas passiert sein könnte, weil es ihnen halt gar nicht ähnlich sieht. Nach außen behandelt die Polizei den Fall weiter als ungeklärten Vermisstenfall. Intern wird das Paar bereits verdächtigt. Wie sich später herausstellen wird, hilft Stefanie P. ihrem Mann dabei, den Mord zu vertuschen. Andreas Kirchmeier von der Pegnitz-Zeitung hat damals über den Fall berichtet. Die Handys wurden abgehört und es wurde im Internet natürlich überprüft, was die beiden gegoogelt haben. Die digitale Spur, die bleibt halt dann einfach. Und sie haben sich Nachrichten geschrieben, die man sich auch vielleicht nicht hätte schreiben sollen. Die Verdachtsmomente und heimlichen Ermittlungen reichen aus, um einen Haftbefehl zu erwirken. Am 22.01.2018 verhaftet die Polizei Ingo und Stefanie P. ohne Gegenwehr. Die beiden kennen sich zu diesem Zeitpunkt erst zwei Jahre. Noch im Polizeiauto bestreitet Stefanie P. jegliche Tatbeteiligung und belastet Ingo P., obwohl sie von den BeamtInnen mehrfach darauf hingewiesen wird, dass sie erstmal schweigen dürfe. Kurz darauf bergen die PolizistInnen die Leichen, eingemauert in der eigenen Garage. Es war Stefanie P., die den BeamtInnen den Fundort nannte. Also, Ingo P.s Eltern werden ermordet, Stefanie P. ist in der Tatnacht nicht vor Ort, hilft aber in den darauffolgenden Tagen bei der Spurenbeseitigung. Kurz danach heiraten die beiden und Stefanie P. zieht bei Ingo ein. Passt das zusammen? Im Februar 2019 beginnt der Prozess. Welchen Anteil hat Stefanie P.? Der Gerichtssprecher Friedrich Weidner hat den Prozess am Oberlandesgericht Nürnberg begleitet. Stefanie P. tatsächlich schon kurz nach der Festnahme, man konnte sie kaum belehren, über ihre Rechte schon angefangen hat zu erzählen. Sie war, so jedenfalls auch die Polizeibeamten in ihren Aussagen, kaum zu stoppen in ihrem Redefluss. Während der Festnahme belastet Stefanie P. ihren Ehemann. Danach schweigt sie. Im Prozess wird sie durch Rechtsanwalt Alexander Seifert verteidigt. Die Mandantin hat immer gesagt, dass sie nichts von der Tat wusste, dass sie auch nicht an den Vorbereitungen dieser Tat beteiligt war. Und sie hatte ausgesagt, dass
sie ihm nach der Tat mehr oder weniger gezwungen wurde, durch psychischen, aber auch durch körperlichen Zwang, Druck, Schläge bei ihrem Mann in dem Haus in Schneidach zu bleiben und da quasi so eine Art Eheleben mit ihm zu führen. Auch uns schreibt sie in einem Brief, dass Ingo ihr gegenüber gewalttätig geworden sein soll. Dies aber vor Gericht nicht berücksichtigt wurde. Die Gewaltausbrüche meines Ex-Mannes wurden als Bagatellverletzung dargestellt. Stefanie P. hat ja eben schon im Auto von Gewaltübergriffen von Ingo P. gesprochen. Das hat sie auch in der Videovernehmung dann wiederholt. Sie wurde aber rechtsmedizinisch untersucht. Man konnte keine Gewaltspuren feststellen, insbesondere nachdem sie behauptet hatte, dass die Übergriffe erst vor wenigen Tagen stattgefunden haben, hätte man da noch Spuren finden müssen. Also das war sozusagen widerlegt. Der Journalist Andreas Kirchmeier war an einigen Prozesstagen anwesend. Wie war sein Eindruck von Stefanie P.? Es ist natürlich immer schwer, in Menschen wirklich reinzusehen. Sie hat sich ja nicht geäußert, aber sie wirkte irgendwie verloren. Also sie wirkte so, als ob sie sich am liebsten irgendwo verstecken würde. Stefanie P. behauptet, Angst vor Ingo P. gehabt zu haben und zu alledem gezwungen worden zu sein. Doch wie erklärt sich das Verhalten nach der Tat? Warum ist sie nicht einfach gegangen? Es mag vielleicht zu einzelnen Gewaltübergriffen sogar gekommen sein, aber Stefanie P. konnte sich völlig frei bewegen. Man hat Videoaufzeichnungen gesehen von einer Überwachungskamera vor dem Haus, wo sie zum Beispiel raucht. Sie war an 7 Tagen definitiv auch bei sich zu Hause. Man hat ein Weihnachtsfest gefeiert bei der Familie von Stefanie P. Man ist zum Standesamt gegangen, hat die Hochzeit geplant, hat Hunde gekauft und ihr auch ein Fernsehinterview gegeben, wo man ganz einträchtig auf dem Sofa sitzt. Wenn es so gewesen wäre, dass Stefanie P. hier zu irgendwas gezwungen worden wäre, hätte sie ja bei all diesen Gelegenheiten auch ausbüchsen können und Ingo P. letzten Endes entkommen. Stefanie P. bleibt dabei. Sie behauptet wieder, dass sich niemand vor Gericht dafür interessiert habe, was sich hinter verschlossenen Türen abgespielt hat. Meine Angst vor Ingo und die Scham, mal wieder Opfer von Gewalt zu sein, war viel zu groß. Im Zuge des Prozesses kommt raus, dass Stefanie und Ingo P. bereits einen Anschlag auf die Eltern verübt haben könnten. Mit Gift sollen sie die Mutter krank gemacht haben, doch die Dosis reichte nicht und Frau P. erholte sich. Da der Anschlag nicht vollständig beweisbar ist, wandeln sich die Vorwürfe gegen Stefanie P. von Mittäterschaft zur Anstiftung zum Mord. Die Kammer hat eben im Laufe der Beweisaufnahme die Überzeugung gewonnen, dass Ingo P. die Taten nur begangen hat, weil Stefanie P. ihm dazu gebracht hat. Er hatte ein sehr inniges Verhältnis zu seinen Eltern und zentral war ja immer die Frage, zieht Stefanie P. bei Ingo P. ein? Das hat sie wohl verweigert, eben weil die Eltern noch da waren, sodass man dann zu dem Ergebnis kam, aus Sicht der Kammer lag hier ein, ich bringe den Ingo dazu, die Tat zu begehen, vor und das wäre eine Anstiftung. Anstiftung zum Mord bedeutet, dass hier eine Person eine andere zur Tötung eines Menschen veranlasst. Das heißt, erst durch die Anstiftung entschließt sich die zweite Person zum Mord, sodass beide die Verantwortung tragen müssen. Ingo P. wird wegen des Mordes an seinen Eltern zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Auch Stefanie P. bekommt lebenslänglich, wegen Anstiftung zum Mord. Das Gericht sieht es als gegeben an, dass sie Ingo P. zu dem Doppelmord getrieben hat, auch wenn sie in der Tatnacht gar nicht anwesend war. Ausschlaggebend für ihre Verurteilung waren die Chatverläufe und das Verhalten der beiden nach dem Mord. Laut des Gerichts handelten die beiden aus niederen Beweggründen, da es ihnen auch darum ging, alleine in das Haus einzuziehen und sich nicht weiter mit den Eltern auseinandersetzen zu müssen. Ingo P. außerdem aus Heimtücke, da seine Mutter während des Angriffs schlief. Stefanie P. akzeptiert dieses Urteil bis heute nicht. Sie fechtet das Strafmaß in einem Revisionsprozess an. Doch das ändert nichts. Eine Wiederaufnahme des Falls ist nur möglich, wenn es neue Beweise geben würde, die bei den damaligen Ermittlungen nicht zur Verfügung standen. Stefanie P. will es weiter versuchen. Sie bleibt dabei, dass sie keine Mitschuld an der Tat trägt. Selbst nach 4 Jahren Haft, 21 Verhandlungstagen und 2 Revisionen habe ich noch nicht aufgegeben und werde es auch nicht tun, bis die Wahrheit ans Licht kommt. Das Internet vergisst nie. Wir alle hinterlassen digitale Spuren. In diesem Fall waren die Chatverläufe und Suchanfragen auf Stefanie P.'s Handy und das Verhalten nach der Tat Beweis genug, um sie wegen Anstiftung zum Mord zu verurteilen, auch wenn sie bei der eigentlichen Tat gar nicht anwesend war. Ingo und Stefanie P. sind heute kein Paar mehr. Kannst du dich noch an diesen Fall erinnern? Und hast du vielleicht sogar den TV-Auftritt von Ingo und Stefanie P. gesehen? Schreib es mir gern unten in die Kommentare. Wenn dir dieses Video gefallen hat, abonniere uns und schau dir unbedingt noch einen weiteren Fall von uns an. Drüben bei Psychologiek erklärt dir Pia, was hinter toxischen Beziehungen steckt.